Catch von Coleman, Kalido, Kaletto 1. Das Ausbildungskonzept der Holsteiner Verband Hengsthaltung sieht vor, die vierjährigen Hengste nur gezielt auf Turnieren vorzustellen. So auch bei Catch. Erstmals auf dem Turnier vorgestellt, gelang es ihm, das Landeschampionat der vierjährigen Springpferde souverän mit der Note 9,2 unter Ebber Johansson zu gewinnen. Catch absolvierte eine beeindruckende Hengstsportprüfung in Münster-Handorf. Und so sah ihn der Richter Peter Schmerling wie folgt. Wir haben uns gerade unterhalten. Oft muss man ja mal versuchen, etwas Positives zu suchen. Bei diesem Hengst muss man schon sich unterhalten, was man ihm negativ ankreiden kann. Dieser Coleman mit unheimlich Kraft agierend, die Grundgaloppade unheimlich räumend, über viel Boden auch immer losgelassen. 9,6 für den Galopp. Dann kommen wir zum Vermögen. Wir haben gesehen, auch gestern schon, dass der Hengst immer energisch abfußt. Die Ochserstange, die zweite, immer großzügig zu Ende springt. 9,8 fürs Vermögen. Dann kommen wir zur Manier, ja, durchweg vom ersten bis zum letzten Sprung immer sehr losgelassenes Springen, gut durch den Körper. Der Hengst zeigt super Übersicht, ist sehr ausbalanciert. Widerriss immer der höchste Punkt, kraftvoll immer agierend aus dem Hinterbein. 9,6 für die Manier. Die Rittigkeit, auch nach Rücksprache mit Herrn Hannover, er ist unheimlich ausbalanciert in der Anreitphase, galoppiert er dem Reiter immer sehr gut entgegen, ist immer fokussiert auf den Sprung, sucht sich immer das Hindernis, wenn man was ansprechen kann. Manchmal leicht verkantet noch in der Anreitphase vom Maul, das ist aber auch Kritik auf ganz hohem Niveau. 9,8 für die Rittigkeit und bei 9,6, 9,8 ist natürlich auch der Gesamteindruck für so einen Vierjährigen schon fast oder beziehungsweise ist nicht zu verbessern. Die 10,0. Dankeschön. Catchs Vater Coleman ist einer der besten Söhne des Ausnahmevererbers und Top-Springpferdes Karthago. Die Mutter Pia wurde vor ihrem Zuchteinsatz im Springsport geprüft. Erfolge bis hin zu Platzierungen in der schweren Klasse unterstreichen die Sportlichkeit und Vererbungssicherheit dieser Mutterlinie. Catchs Mutterlinie, der Stamm 890, zählt nicht erst seit Casal zu den erfolgreichsten des Holsteiner Zuchtgebietes. Catchs erster Fohlenjahrgang war sehr positiv zu beurteilen. Unter anderem erhielt dieses typvolle Hengstfohlen von Catch Cassiano die Zulassung zur Elite-Auktion.